Ja, willst du noch mal in den Raum rein? Ich war ein großer Fan von Truckstop. Du weißt, ja? Ja, das und ich habe nicht gewusst, dass das eine deutsche Truppe war. Ihr seid ja noch Englisch da. Orange Blossom Special. Ja. Da haben wir euch kennengelernt. Bin jetzt sogar nachgereist, wie ein Groupie. Das hätte ich eher wissen sollen. Oh Mann. Ja. Und nun sind wir alte Männer geworden. Ja, aber klug. Wir sehen irgendwie besser. Wir sehen irgendwie besser aus. Du siehst zehnmal besser als früher. Nee, ich glaube nicht. Also wenn ich eine Frau werde. Aber ich singe heute besser als früher. Ja, das ist wahr, ne? Ja, das geht mir genauso. Ja, ja, ich meine, die Routine, die Stimme ist eine ganz andere geworden. Mhm. Also für Country Music war genau passend, ne? Aber du weißt ja immer auch, was ist noch passend? Ich sag dir, die tiefere Stimme. Die ist noch tiefer geworden wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, es kommt vom Bonchelutschen. Ja, klar. Und Schokoladenzigaretten. Ja, so ungefähr. Was machst du hier eigentlich? Angenommen, er macht eine Doku über. Angenommen, er sitzt jetzt nicht rechts neben ihm. Was hältst du von dem Gerhard? Genau, sag Mist, Gerhard. Also ich war schon früher ein großer Fan von ihm und ich bin ihm nachgereist, also wie ein Groupie. Und haben Sie was von seiner Wohnzimmertour gehört? Nee, noch nicht. Noch nicht. Doch, habe ich da, warte mal, in der Bild stand da irgendwas drin, ne? Große Erfolge so im letzten Jahr, ne? Ja. Damit also einen großen Teil seiner Schulden. Was hat er gemacht? Er hat einen großen Teil seiner Schulden mit diesen Einnahmen verglichen. Ja, ist doch gut. Und hat damit gezeigt, dass man also auch mit Engagement aus, selbst wieder aus der Patsche ziehen kann. Guter Mann, ne? Oder? Guter Mann. Ich meine, viele machen ja gar nichts, ne? Aber er macht ja wenigstens was. Das ist ja die Hauptsache. Ja, aber ich kenne ihn ja schon urlange, ne? Und da kann ich auch, mein Gott. Wenn ich sich überlegen, wo wir zum ersten Mal zusammen waren, ich glaube, das war in München, glaube ich. Da hatte er damals eine Fernsehsendung, so eine Country Music Sendung. Mit drei oder vier Bühnen im einen Raum. Und es wurde tatsächlich alles live gespielt. Alles live. War toll. Haben Sie mal gemeinsam irgendwas gemacht? Ja, und zwar vor ein paar Jahren. Da haben wir unser 30-Jähriges gefeiert. In Hamburg, in einer großen Sporthalle. Und da haben wir uns einen Titel geteilt. Und zwar ein Titel von mir, das war die Frau mit dem Gurt. Das war ja mal ein Hit, richtig. Und da haben wir uns in den Versen immer abgelöst. Ein Duett gesungen quasi. Aber sonst noch nichts weiter. Aber kann ja noch kommen, wer weiß. Wie sieht es bei Ihnen momentan aus, beziehungsweise was könnten Sie sich noch vorstellen, in den nächsten Jahren zu machen? Mein größter Wunsch wäre eigentlich, und da musst du mir zustimmen, ich möchte richtig berühmt werden. Aber das bist du. Ich steige jetzt einfach um von Rock'n'Roll auf Country und ich kann mir gut vorstellen, ich könnte Country genauso gut singen wie Rock'n'Roll. Oder besser. Stell dich nicht unter den Scheffel.